Thomas Gottschalk, 72, weiß, wie er Frauen zum Strahlen bringen kann. Der Wetten, dass Moderator hat nach seiner gescheiterten Ehe mit seiner Ex-Partnerin Thea im Jahr 2019 noch ein zweites Mal die wahre Liebe gefunden. Carina Maross. Weil sie es zu ihrem 60. Geburtstag nicht geschafft hatten, gemeinsam zu verreisen, holten sie das ein Jahr später nun nach. Auf den Malediven hat Thomas sich was ganz Besonderes für Carina einfallen lassen. Bild liegen einige Schnappschüsse der Turteltauben vor, die ihren gemeinsamen Urlaub in vollen Zügen genossen zu haben scheinen. Über eine Sache freute sich Carina besonders, ihr Thomas überraschte sie mit einem romantischen Dinner auf einer Sandbank, zu dem die beiden mit einem Boot gefahren sind. Er ist der aufmerksamste und liebste Mann auf der Welt. Ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt, schwärmte die Blondine von dem TV-Gesicht. Ob Thomas im Urlaub mitbekam, dass Show-Titan-Kollege Dieter Bohlen, 68, öffentlich gegen ihn geschossen hatte? Im Interview mit Stern stichelte Dieter, Thomas ist keiner, der anderen ihren Erfolg gönnt. Jede Begegnung, die er mit Thomas gehabt habe, sei für ihn komisch gewesen.